Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, seien Sie ehrlich. Wollen Sie gern über den Jordan gehen? Ich glaube, hier ist keiner, der so gerne über den Jordan geht, oder? Sind alle so zurückhaltend. Sie kennen die Redewendung. Sie ist ja bei uns eher negativ belegt. Wenn nichts mehr geht, wenn es aus und vorbei ist, wenn einer gestorben ist, dann sagen wir, der ist über den Jordan gegangen. Jesus geht auch über den Jordan. Er kommt an den Jordan und lässt sich von Johannes taufen. Er reiht sich ein in die Gruppe derer, die sich von Johannes ansprechen lassen und von seiner Umkehr predigt, und sie gehen, und Jesus auch, über den Jordan. Für das damalige Volk war dieser Begriff ganz anders belegt. Man kam an den Jordan, ging hinein, wurde untergetaucht und ging über den Jordan auf der anderen Seite heraus. Jesus geht für uns über den Jordan. Unsere orthodoxen Schwestern und Brüder feiern in diesen Tagen um den 6., 7. Januar ihr Weihnachtsfest. Und in wunderschönen Ikonen ist auch das heutige Festgeheimnis Taufe des Herrn sehr anschaulich dargestellt. Man sieht auf diesen Ikonen, Jesus steht mitten im Wasser, im Jordan, rundherum tümmeln sich Fische, Drachen, alle möglichen Seeungeheuer. Sie stehen für die Schöpfung. Jesus lässt sich ein auf uns, auch auf diese Schöpfung, die manchmal über den Jordan geht, weil sie gefährdet und angefochten ist von Krieg, von Unfriede. Die Natur und die Schöpfung sind bedroht. Wir sind manchmal in Lebenssituationen, wo es scheinbar über den Jordan geht. Und da lässt sich Jesus ganz drauf ein. Und dann wird er dargestellt in diesem Jordan stehend mit dem Lendenschutz, den er am Kreuz hat. Und da am Kreuz geht Jesus für uns über den Jordan im wahrsten Sinne des Wortes, um uns Rettung und Heil zu bringen. Über den Jordan gehen. Christian Henneken, ein bekannter aktueller Pastoraltheologe, Leiter des Priesterseminars in Hildesheim, einer, der sich viele Gedanken macht, auch sehr positiv, wie kann die Seelsorge und die Gemeinde in Zukunft unter schwierigen Situationen lebendig bleiben. Er hat das Buch geschrieben, Kirche, die über den Jordan geht. Und er schreibt in aller Deutlichkeit, vieles geht in unserer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes über den Jordan. Wir müssen Liebgewonnenes auch in der Kirche hinter uns lassen. Wir verlieren viele Dinge. Vieles, was früher selbstverständlich war, ist jetzt nicht mehr selbstverständlich. Und er sagt, die Kirche kann nur existieren, wenn sie mit Jesus über den Jordan geht. Und dieses über den Jordan gehen mit Jesus ist ganz anders belegt, als wir es so im Sprachgebrauch verwenden. Jesus geht da oben am Kreuz über den Jordan, aber nicht in den Tod, sondern ins neue Leben hinein. Und Henneken sagt, wir müssen mit ihm über den Jordan. Und das heißt auch manche Verluste, das heißt auch manches, wo wir so fest dran halten, das wird erschüttert. Wenn wir aber auf ihn schauen und mit ihm über den Jordan gehen, kann es nur ins Leben führen. In der Taufe hat Jesus jedem Einzelnen von uns noch einmal ganz besonders zugesagt und hat sich auch über uns, ich habe gestern ein Kind getauft, da hatte ich das so vor Augen, habe ich gedacht, ja, jetzt öffnet sich über diesem Kind der Himmel. Und
dann sagt Gott, du bist meine geliebte Tochter. Und er hat es dir und mir auch gesagt. Sie sind vorhin reingekommen, ne, und das ist ja manchmal, hutteln wir ja da auch so ein bisschen, ne, wir greifen ins Wasser und dann kommt da noch sowas raus wie ein Kreuzzeichen. Die Kinder ermutige ich immer, ganz bewusst ans Becken zu gehen und zu sagen, Herr, gib mir von deinem Leben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielleicht sollten wir es uns auch zum Gebrauch machen, ganz bewusst dieses Zeichen beim Rein- und Rausgehen zu vollziehen, denn es erinnert uns an unsere Taufe. Jesus ist für uns und mit uns über den Jordan gegangen, damit wir das Leben haben. Christian Hennekens schreibt, findet sich dieser Jordan wirklich nur in Israel? Nein, dieser Jordan ist in Wahrheit überall dort, wo wir im Glauben auf Jesus Christus schauen, wo wir sein Wort neu hören und seinen Spuren folgen. Dann werden wir auch in so mancher Krise des Lebens förmlich über den Jordan gehen, aber schließlich führt dieser Weg ins Leben.